Okay, Leute, was geht ab? Herzlich willkommen von Mario 3D Land. Es laggt kurz, ihr müsst kurz warten, immer wenn ich das Spiel pausiere und weitermache. Ich habe es jetzt kurz pausiert, um was nachzuschauen, beziehungsweise damit ihr die Story nicht seht, wenn wir jetzt hier weiterlaufen. Denn wir kommen jetzt in eine komplett neue Welt, in Welt Nummer 4, wo das erste Level, glaube ich, sogar das ein sehr beliebtes Level bei mir ist. Nicht gerade das beliebteste, aber trotzdem. Mario. Nicht gerade das ganz beliebteste, aber ein richtig schönes Level ist auf dem zweiten Platz bei mir. Das erste habt ihr schon gesehen, das war das mit diesen 3D-Pixel-Arts-Retro-Dingern. Und ja, das Level, es ist so genial. Es ist so ein schönes Level. Was ich genau meine, seht ihr jetzt. Lasst gerne ein Like und lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefällt. Und abonnieren könnt ihr auch, ist kostenlos. Unterstützt mich. Ich habe schon 50 Abonnenten, bitte abonniert mich nicht noch mehr. Genau. Weiß ich sogar noch. Oh, der droppt nur ein Dings. Der kommt jetzt aber auch hier runter irgendwo. Ja, hier. Vielen Dank, lieber Toadie. Oh, ich erinnere mich noch, das war auch so cool. Oh, da muss ich ganz kurz ein. Nein, nicht wie USB-Helper. Citra spawnen. Nein, zurück zu Streamlabs und. Kann man nämlich rein. Da haben wir nämlich die erste Starcoin schon. Hallo? Gut, hier kenne ich die Locations von den Starcoins. Aber auch nur, weil es halt wirklich eines meiner meistgespieltesten Level ist. Worin ich auch teilweise Bestzeiten halte. Ja, hier sollst du wieder den 3D-Effekt benutzen. Ich sehe es. Ich spür's. Wie soll man denn da hochkommen? Hä? Jetzt. Also auch von der Kameraeinstellung. Du musst mehr auf den Schatten achten als auf Mario selbst. Oh, nimm bloß die Starcoin mit. Und geh wieder runter. Und lande richtig. Alle Starcoins und weiter geht's. Kann man hier die Zeit mitnehmen. Wir klettern jetzt sozusagen so einen Baum hoch. Und das ist cool. Ja, hier in diesem Kreis hochlaufen, das fand ich auch immer toll. Und hier immer von so einem Stachel getroffen werden, weil man nicht drüber gekommen ist. Hier gibt es auch nochmal Zeit, aber das ist unwichtig. Hier einfach drüber schweben. Und der Stachel, der hat mich immer getroffen zum Schluss hin. Klasse. Nostalgie pur. Okay. Ja. Egal, wir haben alle drei Starcoins, 47 Leben und wir können direkt ins nächste Level springen. Wahnsinn. Wahnsinnsspiel. Man kommt gut voran. Ich glaube, das ist auch mehr so ein Spiel für zwischendurch, nicht das, was man jetzt stundenlang spielen sollte. Aber es macht Spaß. Gut, eine Rätselbox. Wie innovativ. Aber ich glaube, so viel ich weiß, werden die später noch schwerer. Gut, das nächste Level ist. Es sieht zumindest mal seltsam aus. Blockförmig. Okay. Aber anders herum, ich erinnere mich noch an die ganze vierte Welt, weil das einfach so eine klasse Welt war. Genau. Die spucken auf den Bildschirm. Und dann. Genau. Ich hasse diese Viecher. Gut, hier habe ich aber keine Ahnung, wo die Starcoins sind. Wäre schön, hier oben einen direkt zu finden, aber nein. Oh, das sind Block. Wie kommt man darüber? Vielleicht von unten oder so, wenn man da links geht, hier. Hier hinten? Nein.
Okay, erstes Rätsel, wo ich keine Ahnung, was man machen muss. Oder man kommt halt wirklich später von oben nochmal. Oh nein, 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 nein. Oh nein, 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 nein. Hoch, hoch, hoch. Hoch, hoch. Oh. Oh, da ist auch eine. Dass ich die nicht gesehen habe. Aber wie wollen wir denn noch dieses ein Ding machen? Das ist die offiziell erste, okay. Ich dachte, dass da vorne sei die erste. Schon mal good to know, dass das die zweite ist. Nein! Gut, ich hoffe, wir kommen jetzt mal nach links zur zweiten. Ja, dadurch, dadurch, das sieht man, 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 das sieht man. Hier kann man sich ducken und dann droppt man hier runter und kommt auch hier wieder rauf. Zwei Starcoins haben wir schon mal bei uns im Gewahrsam. Gut, ich gehe mal nach rechts. Okay, ich glaube, das ist für später hilfreich oder für gleich, je nachdem. Ich glaube, hier muss man sich echt beeilen. Glück, Mandy. Zack, zack. Aber einfach damit wir mal kurz gucken können. Nein, das ist nicht richtig. Das wundert mich. Aber hier, hier geht's links weiter. Hallo. Wie kommt man denn da hoch? Da geht's hoch. Also das sieht doch jeder. Okay, aber so wie es aussieht. Nicht. Und so wie es aussieht, haben wir keine Ahnung, was man... Doch, da ist doch die Star. Ach so, Walljumps. Oh, darauf hätte man kommen können. Hallo? Kannst du jetzt mal da drauf gehen? Die Star mitnehmen? Hier nicht runterfallen. Okay, alle Starcoins. Perfekt. Hier sind die Starcoins auch viel... Boah, einfacher als in anderen Marios. Hier ist aber alles so verwinkelt in diesem Blockkasten. Ja, wenn ich jetzt nochmal runterfalle, ich flipp aus. Ey, die ganze Zeit kommen wir nicht runter und wenn wir hoch sind, kommen wir nicht hoch. Bestes Spiel in Welt. Perfekt, auch dieses Level gemeistert. Bisschen anspruchsvoller als das letzte, aber auch nur, weil wir zu doof waren, die Sprünge zu machen. Aber sonst an sich cooles Level, cooles, coole Ideen auch. Gefällt mir. Und wir kommen ins nächste Secret Level. Für 30 Coins brauchen wir hier schon. Wir haben 56. Ja, also... Als YouTuber. Gut. Also, ich hab euch doch mal erzählt von... Hier geht's nach links. Nein? Okay. Was ist das für ein Level? Ey, ich töte ihn und er macht mir trotzdem Schaden. Oh, 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 das kommt sogar hier hoch. Und die Starcards bleiben nicht gespeichert, wenn man stirbt. Das ist... Ich trau mich nicht, auf den drauf zu springen. Ja, ja, fliege! Flug, 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 flug! Was ist das denn? Das ist unfair! Wo ist mein Oscar für diese Rettungsaktion? Ich glaube, da oben wäre noch was gewesen. Egal.
Let's go. Oh, die haben es abgeändert. Sehr schön. Oh, jetzt wird hier dreidimensional verlangt. Oh, jetzt nachher nur nicht am Dings vorbeispringen. Ja. Gut. Und aus dem Bild raus wieder zurück nach unten. Ich schwöre, da oben ist doch was. Okay, die muss man von unten machen. Weg. Wie, das Ding geht nicht nach oben. Darüber komme ich auch so. Nein, das Kabel hängt wieder dazwischen. Wo? Da. Okay, direkt vor mir anscheinend. Oh ja. Gut, wir haben alle jetzt nur noch irgendwie lebendig hier durchkommen. Also das sieht schwer aus, ganz im Ernst. Es sieht ultra schwer aus. Aber die drehen sich halt so langsam und Mario hat so eine große Hitbox. Dann macht das halt überhaupt nichts. Also easy Level an sich. Gut. Vorher bisschen, aber es ist top Level. So wie der Rest. Ich weiß nicht, warum die Leute dieses Spiel nicht mögen. Ich find's klasse. Oder kommt doch schon das nächste Geisterhaus. Machen wir das jetzt noch oder in der nächsten Folge? Wobei, es ist ein Geisterhaus, da muss man nachdenken. Und nachdenken ist jetzt nicht. Deshalb verabschiede ich mich, das war's mit dem Video. Bis dann, Leute, und Outro ab.